Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Terranigma mit Tibi Let's Play in Liberita. Ja, wir sind quasi in New York und ich hatte hier noch gar nicht mal mit allen Leuten gesprochen, geschweige denn mir alle Gebäude angesehen, wie zum Beispiel die Kneipe. Hi. Wir servieren nur harte Sachen. Verschwinde, wenn es dir nicht passt. Okay. Hi. Dies ist ein freies Land. Was ist schon dabei, mal einen zu trinken, hä? Also wirklich. Du bist mir wirklich ein Faulenzer. Geh lieber in die Arbeit. Na los, komm. Was? Ey, lass mich doch. Frau, lass mich. Baden ist nicht schlecht. Aber ich bevorzuge etwas Erfrischenderes. Kann ich gut verstehen. Hi. Im Westen liegt der reißende Colorado. Wir wollten eine Brücke bauen, aber es war ein glatter Reinfall. Ach, gib mir die Hoffnung nicht auf. Ah, ich glaube, mit dir habe ich auch noch nicht gesprochen. In Liato soll das ganze Jahr ein großes Fest stattfinden. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Ich liebe es! Der Skateboardfahrer ist jetzt nicht wieder hier. Hey, probier mal dein Glück bei unserer Lotterie. Ein Los kostet 20 Taler. Okay, gut, dass wir hier Taler nehmen und nicht Dollar. Gut, zieh ein Los. Von oben und... Von unten oben oder erstmal wühlen? Ich würde sagen, erstmal wühlen. Nummer 29, du gewinnst. Aber du hast so viel dabei. Ich werde es für dich aufbewahren. Okay, ich hätte quasi eine Knolle oder ein Gegengift oder sonst was gewinnen können. Kann man auch was... Nummer 60, du gewinnst nichts. Pech gehabt. Na, ich glaube, ich verliere hier nur mein Geld. Wie es so ist mit Glücksspielen, ne? Unser Getränk wird aus gewürztem Pflanzensaft hergestellt. Nur 10 Taler, willst du? Okay. Pflanzensaft. Muss ich mal probieren. Danke. Ah, lecker. Mein Cousin probiert auch gerne neue Rezepte aus. Wenn du nach Seeheim kommst, musst du ihn besuchen. Okay. 3 Mädels. Okay. Hi. Wenn es um Mode geht, sind wir ziemlich zimperlich. Du hast ja so recht. Wir sind die Trendsetter in Sachen Mode. Du hast ja so recht. Zeig uns etwas, das uns gefallen könnte. Und wir werden dich belohnen. Ich habe eine Vermutung. Utensilien? Kostüm. Möchtest du das auswählen, Ark? Jupp. Okay. Na, aber viel Glück. Grande Madonna, wo hast du denn diese Klamotten her? Traumhaft! Gibst du sie uns bitte? Okay, ja, wenn ihr unbedingt wollt, nehmt sie um Gottes Namen. Oh, super, danke schön. Das ist so lieb. Bitte nimm das hier. Vielen, vielen Dank, Süßer. Ark wird mit Küssen bedacht. Sein Blutdruck erreicht ungeahnte Höhen. Okay, er ist trotz allem ein Mann, ne? Willst du länger bleiben? Wir wollen uns ändern. Okay. Mit der Hinteren kann ich nicht sprechen. Na gut, ich lasse die Mädels mal alleine. Ich hoffe, sie streiten sich nicht untereinander wegen dem Kostüm. Hier lebt ein Mann, der sehr viel von gutem Essen versteht. Seine Meinung bestimmt, ob Speisen Weltruf erlangen. Tom. Ah, ich heiße Tom. Jeder in der Stadt kennt mich als Feinschmecker. Bring mir schmackhafte Speisen und ich belohne dich. Ich vermute, er möchte ein Aperitif. Jeder in der Stadt kennt mich als Feinschmecker. Bring mir schmackhafte Speisen. Okay, gut. War ein Versuch. Aber den Wein wird es bestimmt... Ja, der wird bestimmt irgendwo anders noch seinen Zweck finden. Fragen wir mal Sam. Hallo, du kommst gerade zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe ein Geschenk. Hörst du mir einen Augenblick zu? Na klar. Was ist denn dein Anliegen? Meine Freundin Amanda lebt in Seeheim.
aber ich hatte weder Zeit, sie zu besuchen, noch ihr zu schreiben. Könntest du sie aufsuchen? Ich muss wissen, wie es ihr geht. Ich heiße Sam. Bitte sag Amanda, dass ich immer an sie denke. Diese Bitte ist mir sehr peinlich, aber ich werde mich revanchieren. Okay. Wohlan, so tun wir das, sobald wir in Seeheim sind. In dieser Stadt lebt ein Kunstschmied. Er ist sehr begabt. Alle Menschen lieben ihn und schätzen seine Kunstwerke. Kunst? Da war ja mal was. Ah nee, das ist John, der Wissenschaftler. Vielen Dank, du hast mir einen fabelhaften Tipp gegeben. Ich werde gleich mit dem neuen Forschungsprojekt beginnen. Okay, ich lasse ihn mal in Ruhe basteln. Ich glaube, mit dir haben wir schon geredet. Hier links waren wir, glaube ich, auch schon. Ja, genau. Hier waren ja die Kinderlein. Du bist Perrys Freund? Perry war ja der Skateboardfahrer. Ja gut, ich schaue mich mal um. Da oben wird wahrscheinlich Seeheim sein, oder? Seeheim beim Great Lake. Und hier wird Mais angebaut. Dieses Jahr beschert mir eine hervorragende Ernte. Das ist doch schön. Wir brauchen den See, doch wir fürchten sein Geheimnis. Wasser kann gut und böse sein. Ja, gut oder böse sein. Deshalb sind wir vorsichtig. Wirst du vergiftet, verlierst du kontinuierlich Lebensenergie. Als ich vergiftet wurde, habe ich mich mit Serum geheilt. Ich wäre jämmerlich verendet, wenn ich kein Serum gehabt hätte. Das ist an sich eine gute Weisheit. Ich wundere mich nur, dass das nicht direkt am Anfang des Spiels als Tutorial gedacht ist. Nein, hier irgendwann... Naja, ist egal. Vor einiger Zeit sah ich ein Mädchen in eines der Häuser gehen. Danach habe ich sie nie wieder gesehen. Wo sie wohl abgeblieben ist. Hashtag Hintertür. Ich weiß auch nicht. Gute Güte. Hier ist das Inn, da gehen wir mal rein. Welch eine nette Überraschung. Wir bekommen sehr selten Besuch. Ich erinnere mich an ein Mädchen, das hier planlos herumirrte. Eine Nacht kostet übrigens 5 Taler. Oh, okay. Ich gehe aber erstmal wieder. Ich bin auf der Suche nach dem Drachenanker im Great Lake. Er bewahrt dich vor den Gefahren der zahlreichen Stromschnellen. Ich fürchte mich vor der Gegend rund um den Great Lake. Im großen See. Es ist ziemlich unheimlich dort. Okay. Willkommen, kann ich helfen? Ups, Moment. Hast du neue Sachen? Nee, hast du nicht. Okay. Hier ist nichts und niemand. Mit dir. Ich sah etwas. Als ich arbeitete, blitzte etwas am Himmel. Dann rauchte es und stürzte in den See. Was war das für ein Spektakel? Okay. Ist hier oben? Ja, hier ist noch ein Haus. Hallöchen. Mutter sagte, dass Frauen, die auf dem... Frauen, die auf See umkommen, als Nixen wiederkehren. Mutter starb auf See. Ob sie wohl eine Nixe wurde? Das kann ich dir nicht sagen. Da ist noch ein Haus. Beziehungsweise zwei. Hey. Bei den 5 Seen soll eine mysteriöse Kreatur leben. Ein riesiges Monster. Mein verstorbener Mann behauptet, dort ein Tier gesehen zu haben.
Eine Nachricht? Für mich? Was? Von Sam? Ja. Der Typ scheint mich immer noch zu mögen. Wir waren mal ein Paar, doch das ist lange her. Leider liebte er seine Maschinen mehr als mich. Oh, und deswegen hast du dir einen neuen geangelt. Inzwischen habe ich einen neuen Freund. Sag das, Sam. Hallo. Das wird Sam hoffentlich nicht das Herz brechen. Ich hoffe, der ist stark genug, diese Nachricht zu überstehen. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin ein begnadeter Koch. Das Essen zu Hause war so schlecht, dass ich selbst anfing zu kochen. Doch inzwischen sind mir die Ideen ausgegangen. Wie soll ich die Würste zubereiten? Kleinschneiden? Braten? Ich hoffe, ich habe nachher noch eine zweite Chance. Ich möchte... Ja, erstmal braten, würde ich sagen. Braten? Dafür brauche ich einen Grill. Mal sehen. Ich hatte eine Vision. Die Welt braucht mich. Und meine Kochkünste. Wenn ich sie brate, werden sie ganz schwarz und ungenießbar. Was soll ich nur tun? Mit einem Kleinstein. Ich mach kleine Currywurst draus. Ja, das probiere ich mal. Ah, ich wünschte, A könnte noch mit Tieren sprechen. Erstmal hier alles kurz und klein hauen. Vital Elixier. Ja, das hat sich doch gelohnt. Sowas hatte ich eigentlich bei der Lotterie erwartet. Aber gut. Warum dann nicht hier, ne? Ist dann, was ich gerade denken musste? An das Herzteil bei der Farm in Ocarina of Time. Wo auch Epona ihren Auslauf hat. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie musste ich jetzt gerade daran denken. Nun gut, ich würde sagen, ich inhaliere direkt das Vital-Elixier. KP steigt um 5. Und ich mache mal ein Foto hier von der Gegend. Foto von Seeheim. Damit wir das auch haben. Vielleicht braucht der Koch ja auch den Wein. Wir haben auch das Ölgemälde. Und wir haben auch die Medizin. Huch, falsches Haus. Ich wollte die nicht stören, aber zum Glück waren sie noch in der Senkrechten. Ich habe deinen Rat befolgt, aber irgendetwas fehlt noch. Hast du eine Idee? Mach eine Soße. Soße? Gute Idee. Das werde ich mal ausprobieren. Hat eine Vision. Ich sag doch, er macht Currywurst. Ich habe einfach ein paar Würste klein geschnitten und fertig war's. Mein Würstelgulasch ist sehr beliebt. Komisch, nicht wahr? Würstelgulasch. Wie hieß das nochmal? Da hatte ich doch mal vor Ewigkeiten auch ein Würstelgulasch-Rezept. Wie hieß das nochmal? Suljanka. Das ist gar nicht mal so schlecht. Müsste ich eigentlich auch mal wieder machen. Also es war weniger Gulasch, mehr so eine Art Eintopf, aber naja. Ich habe jetzt gedacht, ich würde was davon abkriegen, oder? Ja, dann sagt doch von hier aus auch was, dasselbe. War gut.
Und den Wein hat er dafür auch nicht gebraucht. Er hat die Soße quasi ohne mein Zutun zubereitet. Huch, hier geht's ja wirklich weiter. Ich habe gedacht, hier geht's aus dem Haus, aus der Siedlung raus. Aber nee. Und hier steht Heinz. Es wird schwierig werden, die trägen Menschen hier zu motivieren. Aber sie müssen sich den neuen Gegebenheiten anpassen. Wenn die Gesetze geändert werden, kann sich die Stadt entfalten. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt 10%. Okay. Hier wird anscheinend das Flugzeug gebaut, von dem mal die Sprache war, aber hier ist sonst niemand. Was ist das denn hier? Das sieht aus wie ein Tagebuch. Mal sehen. Test des Prototypen 9 verlief negativ. Er ist abgestürzt. Irgendetwas fehlt noch. Was? Prototyp 10 ist fertiggestellt. Na endlich. Der Test wird am See stattfinden. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Am See? Und der Seefahrer sagte, am Himmel wäre ein Blitz erschienen. Aha. An welchen der Seen dann? Muss ich in die Höhle rein? Hier im Wald rein zu... Ah, doch. Wind. Der Wald heißt Wind. Okay. Wer verwüstet den Wald, hä? Was? Danke. Ich kann auch da durchgehen, aber... Wer verwüstet den Wald? Ich bin's nicht. Ich bin nur zu Besuch hier. Komische Viecherchen hier. Hey, ein Holzklotz. Den nehmen wir mal mit. Ich weiß zwar nicht wofür, aber wir nehmen den einfach mal mit. Hat der andere auch einen hinterlassen? Ja, anscheinend. Cool. Ansonsten kann ich hier nicht irgendwie... Nee, die Bäume sind... sehr massiv und dick. Da kann ich mich nicht durchquetschen, aber hey. Great Lake. Ja, ich glaube, ich muss echt in die Höhle rein. Jo. Beziehungsweise in die Höhle. Servus. Ich warte gerade auf meine Verlobte, Nana. Zum ersten Mal trafen wir uns hier an diesem See. Sie kommt zurück aus Lyoto. Ich kann es kaum erwarten. Alles klar, wir müssen nach Lyoto. Dann holen wir seine Verlobte her und dann können wir da in die Höhle rein. Aber ich glaube, zuerst gehe ich mal nach Liberita und spreche mit Sam. Ich muss ihm leider verkünden, dass seine Liebste jemand anders gefunden hat. Oh, wie geht's? Hast du Amanda getroffen? Wie geht's dir? Die Wahrheit oder Schwindel? Oh, verdammt. Es ist jetzt wirklich eine gute Frage, weil ich nämlich wieder befürchte, dass es wieder einen schwerwiegenden Einfluss haben wird auf seine Arbeit und da er anscheinend Maschinen bastelt, dann wahrscheinlich auch auf Liberetta. Man soll ja immer die Wahrheit sagen, ne? Dann könnte er wenigstens quasi ohne Ablenkung an seinen Sachen weiterarbeiten, so denke ich mir das. Wenn er schwindelt,
wenn wir jetzt schwindeln, wenn wir ihm sagen, dass er immer noch an sie denken kann und dass das dann wird er bestimmt nicht fertig mit seiner Arbeit. Kann ich mir zumindest so vorstellen, ne? Dann wird er sich wahrscheinlich denken, ja, dann suche ich mal ein Geschenk für sie, dann besuche ich sie mal hier und da und vertrödelt quasi seine Zeit für eine Liebe, die nicht mehr existiert. Ich sag mal die Wahrheit. Ja, schlechte Nachrichten. Ich glaube, sie liebt einen anderen. Was, wie bitte? Oh, Amanda. Was habe ich bloß falsch gemacht? Danke. Ich werde jetzt in die Kneipe gehen und einen heben. Nein! Ich habe jetzt nicht gewollt, dass er sich den Kummer wegsäuft. Ich meine, das ist vielleicht für die erste Stunde ganz okay, aber es kann auch in eine ganz schiefe Richtung gehen. Lass mich! Hier ist ein freies Land. Was ist schon dabei, mal einen zu trinken, hä? Ja, nicht schon wieder. Du bist wirklich ein Faulenzer. Los, an die Arbeit. Was? Ey, Frau, lass mich doch. Nein. Oh nein. Ich glaube, ich hätte schwindeln sollen, hä? Oh, ich glaube, ich hätte schwindeln sollen. Ich habe nicht daran gedacht, dass er sich dann den Kummer wegsäuft auf Dauer. Geschweige denn... Naja, seine Arbeit vernachlässigt. Scheiße. Entschuldigung, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein. Hi, da melde ich mich wieder zurück. Und wisst ihr was? Ja, mein Gamer-Instinkt oder vielleicht auch feindliche Intuition haben irgendwie für den richtigen Weg gesorgt. Sam hatte sich zwar betrunken, aber wir haben anscheinend wirklich, also ich habe wahrscheinlich wirklich die richtige Antwort gewählt. Er ist hier, hat sich betrunken. Laut der Lösung heißt es, suche ihn dort auf, verlasse die Kneipe, betrete ein beliebiges Haus und kehre im Anschluss in die Kneipe zurück, wo Sam sich etwas beruhigt hat. Und ja, nun spricht er auch wieder mit uns. Es tut mir leid. Gut, ich bin über die Sache mit dem Mann hinweg. Ich erfand eine Maschine, die Gespräche über weite Strecken zurücklässt. Ich habe nicht geglaubt, dass jemand so etwas benötigt, aber jetzt bin ich mir sicher. Wenn du fernab bist, kannst du anderen deinen Gefühlen mitteilen. Ist vielleicht jetzt zu spät für mich, aber hey, hilft bestimmt für jemand anders. Wenn ich nur einem Menschen helfe, hat die Maschine ihren Zweck erfüllt. Oh ja, ich vergaß dich zu belohnen. Komm mal mit in mein Haus. Okay. Weil ich hatte jetzt wirklich echt schon befürchtet, er wird jetzt lebenslang Alkoholiker werden. Das... Ne? Ja, fett! Ich habe noch eine Menge neue Ideen für fantastische Erfindungen. Na gut, lass dich nicht aufhalten. Was macht der Nachbar? Der bastelt auch weiter hier. Ich finde es cool, dass hier so viele Erfinder am Werk sind. Gut, muss jetzt Heinz? Der wird mir jetzt bestimmt sagen, dass mehr als 10% aus der Sache herausschlagen können, oder? Ups, nee.
Ich habe Heinz hier, glaube ich, noch gar nicht getroffen, oder? Nee, ist er auch nicht. Sonst ist er doch immer hier in der Nähe. Von den Händlern brauche ich wahrscheinlich nichts. Aber gut, ich bin sehr erleichtert, dass ich jetzt nicht nochmal das Spiel neu laden und alles nochmal wiederholen muss, was wir jetzt gemacht haben. Aber wo ist Liotto? Great Lake. Da kommen wir nicht rüber. Da drüben ist Kanada. Ja, wir sind hier in Seeheim. Ich sah etwas. Als ich arbeitete, blitzte etwas am Himmel. Dann rauchte es und stürzte in den See. Das war ein Spektakel. Ja, es kann im Grunde nur einer der Prototypen von dem Flugzeug sein. Mysteriöse Kreatur bei den fünf Seen. Was ist jetzt mit deinem... Und fertig war's. Sehr beliebt. Komisch. Ja, warum gibst du mir denn nicht meine Portion ab für den Feinschmecker in Liberata? Das wär's jetzt eigentlich. Dann hätten wir diesen Quest auch. Habe ich denn sonst noch was zu tun? Also ich habe noch das Ölgemälde und den Wein. Und dann haben wir das Fiebermittel und die Holzklötze. Ein Fiebermittel weiß ich leider immer noch nicht. Holzklötze. Tolles Mittel gegen Fieber. Gewohnheit. Also das sind die fünf Seen, das ist die Höhle. Aber er lässt uns jetzt noch nicht durch. Er wartet noch auf seine Verlobte. Aus Liotto. Wäre schön, wenn Liotto hier legen würde, aber irgendwie... nö. Möchte ich mal eine Sache kontrollieren. Können wir dann jetzt beliebig wieder zurückfahren mit dem Schiff? Ich bin Matrose. In jedem harten Hafen wartet eine andere auf dich. Eine andere? Ach, eine andere Frau. Ach. Ja, genau. Er hat uns ja den Brief gegeben. Von der Prinzessin, die hier auch irgendwo sein muss im Grunde. Fällt mir jetzt gerade so wieder ein. Huch. Seeleute berichten von dem Nixenmantel. Ja, was hast du mir schon gesagt? Das Schiff wird erstmal nicht auslaufen, denke ich. Aber schöne Musik. Internationaler Handel bringt multikulturelle Beziehungen. Ist zufällig noch jemand an Bord? Hier nicht. Hier nicht. Hier ist die Kiste, von dem wir schon haben. Jetzt sollte ich nicht immer bis zum Anschlag alles einkaufen, aber andererseits denke ich mir, ja gut, wer weiß, ob hinter der nächsten Ecke, hinter dem nächsten Grashalm, nicht der nächste Dungeon schon auf uns wartet, geschweige denn der nächste Bosskampf. Verdammt, wo ist Liotto? Drüben ist das Vogelparadies, Great Lake.
Und hier war die Lichtung, wo wir das Holz her haben. Sind die Gegner wieder da? Die sind wieder da. Also ich könnte hier noch fleißig Geld verdienen. Ein Holzplatz. Die kommen jetzt auch unendlich wieder, die Holzklötze? Anscheinend. Ich weiß nicht, wofür ich die brauche. Um ehrlich zu sein. Ich würde es ehrlich gesagt auch gerne selber herausfinden, aber ich tendiere langsam doch dazu, nochmal kurz in die Lösung zu schauen. Das mache ich eigentlich sehr ungern. Ich möchte sowas wirklich lieber selber herausfinden. Ich meine, als Absicherung, wie jetzt gerade eben bei unserem Sam, ist das ja eine Sache, aber... Ich will mich nicht spoilern. Aber ich glaube, ich muss. Ach, Mann. Na gut, dann speichere ich jetzt hier bei Seeheim. Jetzt laufe ich an einem Inn vorbei. Das ist doch direkt hier, das fette Ding. Ja. Nee. Ich hatte gehofft. Egal. Meine Lieben, danke für eure Geduld mit mir und bis bald. Tschüss.